YouTube. Heute ein etwas anderes Format. Und zwar habe ich mir gedacht, machen wir heute mal eine Blindverkostung von einem Tabak, den ich in diesem Glas habe. Wir schauen uns mal das Tabaksbild gemeinsam an. So, jetzt also das Tabaksbild. Wir sehen hier, ja, schöne Mixture. Es sind ein paar ganz kleine Ready-Rubbed Flakescheiben drin. Wir sehen hier helle braune Tabake, etwas dunkelbraunere und den, ja, fast schwarzen Black Cavendish. Um welchen Tabak handelt es sich? Das verrate ich euch tatsächlich erst am Ende. Oder wer es nicht abwarten kann, wartet bzw. springt einmal zum Ende des Videos oder guckt in die Beschreibung. Dort ist der Timestamp verlinkt. Geraucht wird heute in dieser formschönen Venini-Pfeife. Also wirklich ein sehr schönes Stück für sehr wenig Geld. Fangen wir doch mal an mit dem Tabak. Was rauche ich denn da? Wonach riecht es denn erstmal? Das ist immer nur die erste Frage, die man sich so stellt. Eine gewisse Süße ist da. Eine Heuigkeit. Also, ja, frisches Heu. Grasig. Aber auch ein bisschen herber. Und was dazu kommt, sind so ganz leichte Anklänge von Honig und Rosinen. Also, wenn man jetzt ein bisschen tiefer ins Detail geht, kann man da bestimmt, wenn man es sieht, einen Black Cavendish, den riecht man auch. So diese Süße, Virginia und Burley sind so meines Erachtens die dominanten Tabake in dieser Mischung, in diesem Blend. Und was schmeckt man beim Rauchen? Im Grunde verhält es sich da ähnlich. Das sind keine Überraschungen. Es ist ein grundsolider Tabak, eine grundsolide Mischung, die ein leichtes Casing hat. Da kommt dann der Honig wieder durch. Und so ein bisschen Dörrobst, Trockenobst, Pflaume, Rosine. Und ja, es schmeckt sehr abgerundet. Das sind keine Spitzen dabei. Und in meinen Augen ein grundsolider Anfängertabak. Ja, wenn ich jemandem erklären müsste oder jemandem einen Tabak in die Hand drücken müsste, der mich fragt, wie schmeckt eigentlich Pfeife rauchen? Ich glaube, dann wäre es der. Denn das ist auf jeden Fall ein Tabak, der rund ist, der keine Latakia-Bombe, kein reiner Virginia, kein Flake, kein fancy Cut, den kann man in die Pfeife stopfen und los geht's. Und der schmeckt unfassbar gut. In jeder Pfeife, mit Filter, ohne Filter, völlig egal. Und für mich tatsächlich ein Tabak, den ich auch zu Beginn geraucht habe. Meine ersten Tabake waren, glaube ich, der Aaron Moore Mixture, dieser hier und der Capstan Flake, der Capstan Blue. Und der hier ist tatsächlich auch jetzt wieder in meinem Tabakregal oder in meiner Tabakkiste vielmehr, weil er mir einfach Spaß macht. Und ich rauche ihn ganz gerne dann, wenn ich nicht weiß, wo die Reise hingehen soll. Wenn ich mal ganz entspannt eine Pfeife rauchen möchte und weiß, ich habe jetzt nicht die Muße, mich da auf die einzelnen Geschmacksnuancen einzulassen und mich da reinzuschmecken, sondern ich möchte einfach eine Pfeife rauchen. Und dafür ist es ein optimaler Tabak. Also ein Gebrauchstabak, möchte ich fast sagen.
Und ja, wer jetzt noch nicht auf die Idee gekommen ist, dem gebe ich mal einen kleinen Tipp. Ja, und was möchte ich mit diesem Video erreichen? Ganz einfach, Pfeife rauchen muss nicht teuer sein, Pfeife rauchen muss nicht kompliziert sein. Wir nehmen die Pfeife, kostet fast nichts, ist aber eine Breyer-Pfeife. Das heißt, wer auch keine Lust hat auf eine Maiskolbenpfeife, die auch super sind, wer auch keine Mr. Brock Obstholz, Birnenbaumholz Pfeife haben möchte, sondern Breyer, Venini oder Molani, wie sie alle heißen. Grundsolide Pfeifen. Kauft euch nicht diese Einsteiger-Sets, die sind Mist. Kauft euch sowas. Ich habe im letzten Video, in dem vorletzten Video, habe ich meine Chris Morgan Pfeife vorgestellt. Die kostet 50 Euro. Ist auch eine Breyer-Pfeife, ist nicht fancy, rustiziert und ist einfach Breyer-Holz. Raucht sich ebenfalls fantastisch. Der Vorteil an dieser Venini ist, dass sie eben 9 mm gefiltert ist. Es passt da so ein Standardfilter rein. Dann habe ich noch hier so ein ja, ganz simples Pfeifenfeuerzeug. 2 Euro im Tabakladen. Nachfüllbar, tut aber auch ein Big-Feuerzeug oder aus dem Discounter, was weiß ich. Und ja, der klassische Tscheche kennt jeder von euch. Wenn ihr eure Pfeife irgendwo im Tabakfachhandel kauft, ist es eigentlich Usus, dass ihr sowas dazu bekommt als Pfeifeneinsteiger. Ja, Quintessenz ist, es muss nicht immer der fancy Tabak Cornell & Diehl USA Import sein. Klar, wenn ihr guten Tabak sucht, mein persönlicher Tipp ist da immer Dunhill. Aber wenn es tatsächlich mal unkompliziert sein soll, dann kriegt ihr diesen Tabak eigentlich überall, wo es eine etwas größere Tabakauswahl gibt. Ich habe ihn schon in Kiosken gesehen, an manchen Tankstellen gibt es den, aber definitiv gibt es ihn in jedem Tabakfachhandel, Wohlsdorf, wie sie alle heißen. Und das war's auch schon. Pfeife rauchen macht Spaß, muss nicht teuer sein zu Beginn. Wenn ihr nach dem Tabak merkt, ist nicht meins, schmeckt mir nicht aufregend genug, dann könnt ihr immer noch mal einen Aromaten probieren. Es gibt genug Pfeifenraucher, die diesen Tabak sehr schätzen und mögen. Er ist immer ein bisschen, bei manchen ein bisschen verspottet. Viele nennen es das McBaron House Dressing, weil einfach viele McBaron-Tabake ein ähnliches Casing haben. Das finde ich nicht weiter schlimm. Ich mag das Casing. Aber auch da sind die Geschmäcker ja bekanntlich verschieden. Und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Sehr kurzweiliges Video, ich weiß. Es folgen sicherlich noch aufregendere Videos, aber ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mitzurätseln, was sich denn jetzt in diesem wunderschönen Glas hier befindet. Ja, wie ist eure Meinung zum McBaron Scottish Mixture? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dahin, euer Christian.